Hallo, so herzlich willkommen heute mal im Keller. Und zwar, ich habe hier ein paar Räder für euch heute. Das erste Rad, ein Mars Euro Style. Und heute im Keller, weil oben ist gar kein Platz mehr. Die Räder müssen erstmal abgeholt werden. Gestern ist ja auch kurioserweise gleich ein Käufer abgesprungen. Also, der hat das Rad gekauft und dann sofort wieder, also vielleicht ein Spaßbieter oder so, und sofort wieder den Kauf widerrufen. Nachdem es dann ausgelaufen war und eher höchstbietender war. Und das bei einem Preis von, ich glaube, 28, 29 Euro. Also unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas passiert, dass jemand ein Rad, Mountainbike, für 28 Euro und das dann nicht abholt, obwohl er auch aus Berlin ist. Puh, so ein bisschen. Natürlich ist es mir recht eigentlich im Grunde genommen. Ist das ja, das Geld kriege ich ja immer hier. Ist ja absolut lächerlich, ja. Aber es geht ja darum, tatsächlich Platz zu schaffen. Und wenn es jetzt schon einmal durchgelaufen ist, man zahlt ja auch eine Gebühr dafür. Und man hat ja so ein bisschen auch einen Ruf zu verlieren. Denn sozusagen, die Leute denken ja auch, ja, was ist denn da los? Werden da Gebote fingiert oder ein bisschen geschoben oder so? Totaler Schwachsinn. Ja, das mache ich nicht. Dann würde ich es nicht für solche Preise auch auslaufen lassen. Das ist ja totaler Quatsch. Dann würde ich, wenn denn, richtig zuschlagen und richtig die Preise nehmen, die ich auch hier im Laden nehme. Dann allerdings auch keins verkaufen. Also würde ich es mir denn logischerweise auch sparen. Dafür mache ich eBay auch schon zu lange. Und ja, deswegen jetzt erstmal aus dem Keller. Oben ist alles voll. Wie gesagt, Räder müssen abgeholt werden. Ich habe oben keinen Platz mehr, um die zu lagern. Müsste sie danach wieder runterbringen. Dann mache ich es doch gleich hier unten im Keller. Also hier ein Bastlerrad. Ein Mars Euro Style Damenrad. Ist im Sommer, ist es bestimmt begehrt. Aber es ist ein Bastlerrad. Immer schön dran denken. Was müsste hier gemacht werden? Im Grunde genommen sieht es hier bei diesem Rad wie folgt aus. Ja, wenn, ich habe mir das noch nicht groß angeguckt, ich schaue jetzt wie gesagt auch mit euch zum ersten Mal mir dieses Rad an. Ich würde das Rad komplett zerlegen, Rahmen, Gabel, Steuersatz, wenn das in Ordnung ist, ist die Hälfte schon gewonnen. Laufräder, wenn sie gerade laufen, das hat hier ein kleines Ei, aber auch wirklich ein kleines Ei. Das ist auch eher in der Decke als im, genau, das ist eher in der Decke drin. Also die Laufrad läuft eigentlich gut, wie es vorne. Dem Alter entsprechend auch gut. Ja, das ist eigentlich noch tauglich. So, was haben wir hier? Bremse tut es auch noch, also rein vom Mechanischen her funktioniert die Bremse auch noch. Das ist eine einfache Zangenbremse. Der Lenker ist nicht fest, den habe ich quergestellt, damit ich das Rad platzsparender sozusagen hier bei mir unterkriege. Davon habe ich nämlich einige Räder. Die Original-Luftpumpe ist dabei. Diese ist sogar gesichert mit einem ehemals Schloss hier dran. Ja, die kriege ich also nicht auf. Das Schloss, den Schlüssel dafür habe ich nicht mehr. Braucht man da überhaupt einen? Wahrscheinlich nicht. Kann man einfach einen Schraubenzieher reinstecken, rumdrehen. Körbchen ist vorne dran. Eine Sachs-Torpedo. 2x3 steht hier dran, aber ist es nicht mehr. Also es hat hier wirklich nur noch eine Dreigangschaltung hier drin und das war's. Aber es ist eine schöne Torpedonarbe, Dreigang mit Rücktrittbremse. Da ist der Bremsanker. Torpedo Schweinfurt. Ja, so sieht's aus. Das ist ein Projekt für den Sommer. Könnt ihr euch aufbauen. Das hat die normale 26 Zoll Größe, also 559 mm im Durchmesser. Ja, 559, normale 26 Zoll, nicht diese Zwischenmaß, 590 oder 540 oder was auch immer. Also ihr könnt normale Reifen raufklatschen wieder und so, obwohl der vordere vielleicht noch geht. Das müsst ihr, das ist Nylon S, also das ist wirklich die Originalbestückung noch. Meines Erachtens aus den Anfang 80er Jahren müsste das sein. Also die Reifen sind eigentlich immer zu tauschen. Bremsbillige tauschen, Reifen tauschen, dann alt mal wieder ein bisschen fit machen, festmachen. Die Züge schauen, dass der Schaltzug noch funktioniert. Dafür kann ich nicht garantieren. Nee, tut er nicht, das sehe ich schon. Oder er müsste einfach mal nur eingehangen werden, weil der ist hier ausgehangen. Ja, genau. Den Korb erstmal abmontieren, vernünftig montieren. Ist der überhaupt dran? Der ist ja nicht dran. Rupf den mal erstmal runter. So. Ja, schlimm. So, da könnte man das jetzt auch wieder festschrauben. Das ist ein
Schöner Korb. Ja, ist auf alle Fälle ein schöner Korb. Der ist damit dabei. Könnt ihr haben. Wie gesagt, richtig billig, geht ab 1 Euro los. Heute um 17 Uhr. Ja, das war für das erste Rad, das nächste Mal gleich das nächste Video. Und das läuft dann auch danach gleich los. Also sehen wir uns gleich beim nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt.